Hallo meine Rambas, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar zeige ich euch heute mal den Sherman Jumbo. Ja, Spiel von Eisenjunge, in seinem Jumbo. Und Malinovka, fast schon eher als Kampinovka berüchtigt, ist der Schauplatz des Geschehens. Bin da wirklich jetzt sehr gespannt, wie er sich hier schlägt und auch da mal wieder ein bisschen was Niedrigeres mit seinem Tier 6 zu zeigen. Ich werde ja häufig drum gebeten, nicht nur High-Tier zu zeigen. Ich finde es zwar selber das Spannendste, weil auch das ist halt das am schwersten selber zu erspielende. Aber so ein Jumbo hat auf jeden Fall auch seinen Reiz und gerade mit der HE-Trollkanone nochmal umso mehr. Und dementsprechend gucken wir uns doch mal an, wie er sich hier so schlägt. Da kommt schon der erste Komet, der gerade angenehm... Oh nee, er schießt so hart drüber. Der gerade angenehm natürlich ist für diese HE-Kanone eigentlich. Wäre er sie gewesen. Und jetzt kommt er aber nochmal rum. Macht er jetzt? Macht er? Oh, da hat er verhältnismäßig wenig Schaden nur gemacht. Aber auch das summiert sich. Man kann natürlich mit HE mehr Schaden machen, aber da muss halt auch dann dementsprechend alles passen. Und was man auch immer nebenbei hört, und das macht es natürlich auch ein bisschen aus, man macht halt logischerweise viele kritische Treffer. So, der T-34-85 kann auch HE, allerdings mit 25 Schaden dann doch verhältnismäßig sehr wenig. Jetzt muss er nur noch mal rumkommen, dann revanchiert er sich wahrscheinlich dementsprechend. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, sehr schön. Typ 95 hat er da gut getroffen. Und man darf ja nicht vergessen, eben er hat hier einen Sechser. Oh, sehr schön. Gerade mit der Kanone ist er nicht so genau, aber man sieht auch da ab und an kommt mal der Damage daher. Feuererlaubnis erteilt. Oh, der war schön. Da hat er den im Auto-Aim gehabt. Hat dann praktisch einfach wirklich ohne einzuaimen. Also das war natürlich Dusel, aber egal. Am Endeffekt ist es dann wurscht, weil Hauptsache der Hit kommt an. Und in dem Fall natürlich auch der Kill. Und jetzt ist noch der UI, glaube ich. War es UI oder Uni? Lasst uns doch mal auf meine schlaue Uni, ist es da hinten. Also der 7er, der Top-Tier hier beim Gegner. 3 zu 3 steht's. Das ist auf jeden Fall noch eine sehr enge Chose. Oh, jetzt kommt da der UI. Uni, Ubi, was es nicht alles gibt. Aber der schaut nicht auf ihn, das ist sein Vorteil. Deswegen kann er hier ganze Zeit reinhalten. Und der lädt ja auch dementsprechend länger nach. Nur eine Sache hat er jetzt als Problem, wenn der jetzt, was hat er denn für eine Kanone drauf? Hat er die drauf, die ich denke, dass er drauf hat? Ja, hat er. Und die können ihn sogar fast one-shotten. Nein! Lol! Trifft hier, beziehungsweise durchschlägt ihn nicht. Weil er hat hier, man sieht's ja, Penetration 150 mit Heat sogar. 700 Schaden und man sieht, was er hat, 705. Also von dem her kann es auch einfach mit einem Schuss sein Tod bedeuten. Es steht auch schon 3 zu 8 für den Gegner. Und er, wo schießt er denn hin? Also jetzt muss man echt sagen, der Uni hier ist hier doof. Und der Uni ist auch nicht besser. Also der Sherman Jumbo ist jetzt nicht dafür bekannt, dass beide Panzer oder dass dieser Panzer eine so unglaublich harte Panzerung hat. Jetzt hat er hier schön auf die Kette geschossen, also weil irgendwann sollte er sich hier doch mal Gedanken machen, ob das so lang gut gehen wird. Mit seiner Panzerung. Jetzt hat er repariert, jetzt kommt er nochmal. Und jetzt trifft er allerdings auch nur für 310 Schaden.
5 zu 9, aber den UI so direkt vor sich zu haben, das ist uncool. Jetzt kuschelt er hier ein bisschen mit dem. Also hier jetzt... Ah, da Gott sei Dank endlich unterstützt ihn die Arti. Absolut notwendig an dieser Stelle, dass er da endlich mal Unterstützung bekommt. Aber eben immer noch 6 zu 9 für den Gegner. Da hinten jetzt der Oni. Aber der steht auch gut. Nee, da trifft er nicht. Oben pusht der Gegner jetzt durch. Man sieht den 12-Tonner, den Lux, IS und KV-85 hier auf die losgehen. Aber hier kriegen sie leider nichts zustande in dem Fall. Er muss auch genau, und das macht er jetzt, glaube ich, jetzt auch, nach oben supporten, weil der Oni, ich glaube, der wird da wahrscheinlich noch in einer Woche stehen. Deswegen orientiert er sich jetzt sinnvoll um. Und fahrt hier mal Richtung Norden. 7 zu 10 steht es also aktuell, ist das Momentum ganz klar auf Seiten des Gegnerteams. Weil auch, wenn wir mal uns noch anschauen, was wir noch hier haben. Wir haben mal 3 7er, 2 6er und davon eine Arti. Der Gegner hat noch 3 7er, 2 6er und einfach nochmal 2 5er und ein 4er. So nebenbei und so ein Lux. Na gut, der jetzt tot ist, aber ansonsten auch für einen 4er deutlich gefährlicher sein kann, als die Tierstufe offiziell anzeigt. In dem Fall jetzt nicht. Aber kann mal sonst so viel sein. KV-85 da hinten jetzt. Und man sieht halt die HE-Kanone, sie macht halt immer schön ihren Schaden. So, der KV-85 jetzt auch weg. Jetzt gibt es da noch ein 1S und den IS, den dicken Max und die Panzer-Selbstfallerfette, die stehen da hinten irgendwo noch eher rum. Mal schauen, ob er hier nochmal wieder was aufbekommt. Da ist doch der KV-1S. Zwar nicht von ihm gespottet, aber in dem Fall egal. Hauptsache, er bekommt ihn. Und jetzt links von ihm steht jetzt der IS da unten. Muss er aufpassen. Noch hat er ihn so für sich gar nicht, glaube ich, auf dem Schirm. Jetzt geht er erstmal auf den 1S. Hier in dem Fall nix. Da ging er wohl daneben. Jetzt ist er zu, aber er wird bestimmt nochmal einen Blind hinsetzen. Genau, und der E25 macht ihn auf jeden Fall mal weg. 10 zu 11 nur noch. Anschluss. Jetzt der IS. Aber auch den nimmt der E25 schnell raus. Ist halt ein fleißiges Bürschchen, so ein E25. So. Die Arti ist jetzt von der Panzer-Selbstfallerfette rausgenommen worden. Oni lebt noch. Dicker Max da hinten. Wo ist der Rest? Der A43 macht es Gott sei Dank sinnvoll und geht spotten. Das ist jetzt ganz klar das Gute, was er jetzt hier in seinem Team hat. Er hat Spieler, die auch wissen, wie sie spielen sollen. Zumindest anhand der WN-Wertung ist jeder einigermaßen im Bereich des Fähigen und dementsprechend der A43 weiß genau, okay, er ist hier der Schnellste und muss spotten. Der E25 sichert jetzt hinten da ab, nutzt seine gute Tarnung, wartet wahrscheinlich auf den Oni. Und er unterstützt hier im Jumbo jetzt den A43. So, jetzt ist schon der Erste bei ihnen mit dem Cap. Das muss der Oni sein. So, jetzt ist die Frage, wo geht was auf? Wo geht was auf? Wo findet er was? Wo ist eine Möglichkeit? Der A43 müsste jetzt zumindest langsam mal die Arti finden, da ist er auch schon.
Er will jetzt hier auch nochmal einen Schuss drauf schicken. Ah, der ging daneben. So, und jetzt? Vielleicht macht er einen Abstauber. Ja, tatsächlich. Er macht hier den Abstauber-Kill. Und jetzt ist der Uni endlich da zu sehen. Und der steht schön mit der Seite. Und da kann er jetzt natürlich hier reinhalten. Und jetzt schießt auch der E25 drauf. Und jetzt kommt seiner und er macht den Kill. Und da ist der dicke Max. Jetzt ist dann wirklich nur noch final die Frage, wo ist die Panzer-Selbstfallerfette? Dicke Max nimmt jetzt den A43 raus. Aber er hat ja noch ein bisschen Struktur, also ein Hit sollte er stemmen können. Nun, wo ist er? Stur drauf zufahren kann natürlich auch, ja, schwierig sein. Und jetzt genau richtig, der E25 sollte mit ihm mitkommen, zumindest immer unterstützend agieren. Scheinbar will er jetzt flankieren, aber eben wichtig, absprechen, hier eine Koordination reinbringen, machen sie genau sinnvoll und gut, die beiden. Ja, er schreibt jetzt schon Time. 3 Minuten 34 haben sie. Noch. Ein Cap würde dauern 1,30 mit einer Person darin. So, und jetzt begibt er sich scheinbar auch Richtung E25 nach oben. Ich finde es lustig, dass der dicke Max so tut, als ob er einschlafen würde, weil gefühlt, ich weiß natürlich nicht, ob er sich jetzt nicht vielleicht doch hart umbewegt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass der immer noch in seinem Wäldchen da hinten drin steht und campt. So. Und jetzt sollten die beiden, jetzt agieren sie hier jetzt in Formation. Und ich bin sehr gespannt, wo der Gegner steht. Gerade der dicke Max. Mit solchen Ansagen bin ich immer doppelt gespannt. Aber auch die Panzer-Selbstfallerfette, wo die hin ist mittlerweile. Da hinten ist sie. So, jetzt liegt es an ihm. Und jetzt ist er auch noch offen. Den Kill muss er jetzt machen. Den macht er. Sehr gut. Und da ist der dicke Max. Natürlich nicht bewegt. Aber er hat hier den Schuss und kriegt den Kill. Sehr schön. Damit macht er zum einen seinen Krieger klar. Zum anderen gewinnt er das Gefecht für das Team. Und zum dritten gibt er dem dicken Max, dem Labersack, noch schön eine mit. So gehört sich's und hat das Spiel gewonnen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, mal auch ein Tier-6-Gefecht zu sehen. Und gerade den Panzer sieht man ja dann doch, zumindest bei mir auf dem Kanal, glaube ich, wenn überhaupt das zweite Mal, ich denke sogar fast das erste Mal. Ja, wenn es gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.